Okay, das ist geil. Pana X hat mich ein bisschen im Stich gelassen und deswegen muss ich diesen Part post-kommentieren. Der Kommentar, also der ursprüngliche Kommentar während dieser Episode, ist komplett verloren. Er wurde nicht aufgenommen und das habe ich erst im Nachhinein bemerkt. Grauenhaft. Aber ich werde euch trotzdem nicht ohne Kommentar lassen, deswegen werde ich das jetzt einfach parallel hierzu kommentieren. Ich gucke mir also gerade das Video an und kommentiere das dazu. Das ist nicht die Regel, aber wie gesagt, sonst müsste ich heute euch einfach nur leere Dateien posten, beziehungsweise ein Video. Und es wäre dann nicht verfremdet und hätte dann eine Copyright-Schwierigkeit. Naja, okay. Also die Mission ist, uns mit einem Polizeiwagen durch die Gassen hier zu schleichen und quasi Liefertrucks hochzunehmen. Wie ihr schon vor in der letzten Episode gesehen habt. Eine dieser Liefertrucks hat Flatscreens dabei und Dimitri möchte die irgendwie haben. Fragt mich nicht nach den Hintergründen. Wichtig an dieser Mission ist, ihr braucht einen Polizeiwagen, den kriegt ihr am Anfang der Mission fast schon zur Verfügung gestellt, so kann man das schon nennen. Und noch was Wichtiges, immer der letzte Lieferwagen hat die gesuchten Waren. Wir haben hier also den ersten Lieferwagen, sprechen ihn ein bisschen an, winken ihn mit dem Polizeiwagen raus und er hat nichts hinten. Deine Informationen sind falsch, Brother. Und wir schrien ein bisschen Russisch. Das ist immer sehr lustig. Als wir den Polizeiwagen dann wieder einsteigen, so, nächster Lieferwagen, ist in der Nähe. Die Lieferwagen haben immer dieselben Routen, also in jedem Playthrough haben die dieselben Routen und immer der letzte hat die Fernseher. Das ist wirklich so. Deswegen könnt ihr euch ein bisschen dran gewöhnen. Wir müssen gleich ein bisschen abkürzen. Genau, mitten durch die Gasse. Aber ist ja auch mal schön, ein bisschen so Sightseeing machen, die Mülltonne umfahren, das Regal absplitten und rückwärts die Treppe runter. Rückwärts, weil man rückwärts mehr Chancen hat, nicht unbedingt stecken zu bleiben. So, da vorne ist schon der nächste... Quatsch, da hinten ist der nächste Lieferwagen. Den winken wir auch wieder raus, indem wir uns einfach mit dem Polizeiwagen daneben stellen. Dann kapieren die relativ schnell, dass sie rausgehen müssen. Wir sprechen freundlich mit dem Fahrer. Alter, was hast du da hinten drin? Ich schwör... Im Hintergrund haben wir wunderbar Algonquin und eine Baustelle. Ja, wieder einen leeren Van, habe ich euch ja gesagt, immer der letzte ist es. Und man braucht halt für diese Mission einen Polizeiwagen. Wenn ihr den Polizeiwagen in irgendeiner Weise schroten solltet, habt ihr ein großes Problem. Und weiter seid ihr in dieser Mission unter einem gewissen Zeitlimit. Das heißt, ihr habt nur begrenzte Zeit. Natürlich heißt das Zeit, aber ihr habt halt nur begrenzte Zeit, bis die Lieferwagen ihr Ziel erreichen. Und dann habt ihr ein echtes Problem. Wir kommen hier gerade am Polizeidepot vorbei. Das sind so zwei Referenzpunkte. Einmal unser Versteck und einmal das Polizeidepot. Und da muss ich einmal nachgucken, wo genau der lang fährt. Fast verfahren. Das wäre echt übel gewesen. Aber naja, ich habe es noch früh genug gemerkt, wie gesagt. Taxidepot. Ganz kurz, da oben am Polizei... Warum sage ich die ganze Zeit Polizeidepot? Wahrscheinlich, weil hier so ein tutender Wagen vor mir rumfährt. Ja, so viel zu meinem Plan, nicht zu viel gegen zu fahren. Ja, also da jedenfalls gibt es da eine Telefonnummer. Überall in dieser Stadt werdet ihr die Telefonnummern finden und einige davon könnt ihr tatsächlich anrufen. Ihr habt ja ein Handy. Also gebt ihr da einfach die Telefonnummer ein und teilweise führt das zu echt lustigen Konversationen. Meist aber nicht viel mehr. Also das kann man ja mal ausprobieren, wenn ich mal irgendeine finde, die wirklich funktioniert. Naja. Gut, da haben wir den letzten Van und der hat dann auf jeden Fall die Flatscreens drin. Wir winken ihn raus, gehen freundlich zu ihm hin. Da ihr seht schon, da sind zwei drin, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es da richtig ist. Und die zahlen offensichtlich Schutzgeld an Kenny Petrovic und alle zahlen Schutzgeld an irgendjemanden. Big screw up. So, ich habe mich dazu entschlossen, diesen Typen dann nicht zu erschießen. Das ist ein relativ großer Fehler, wie ihr gleich sehen werdet, denn der hat kein Problem damit, uns zu erschießen. Wir büßen da ungefähr die Hälfte unserer Gesundheit ein, aber das ist relativ okay. Gesundheit kann sich hier halt, kann man hier für einen Dollar komplett auffüllen oder man findet halt irgendwo ein Medipack. Naja. Gut, wie gesagt, nochmal zur Information post kommentiert, weil Pana X mich im Stich gelassen hat. Das ist absolut nicht die Regel, aber naja, wenn es halt sein muss, dann muss es sein. Wir versuchen jetzt, diesen Lieferwagen zurück zum Versteck zu bringen. Normalerweise würden die uns noch versuchen aufzuhalten, aber diesmal nicht irgendwie. Es ist eine Garage und wir werden danach direkt die zweite Mission, die Dimitri uns anbietet, annehmen. Ja, Camtasia hat leider das Problem, dass ich jetzt hier alles in einer relativen Dia-Show sehe. Aber das geht schon in Ordnung. Diese Garage wird außerdem Ausgangspunkt für mehrere weitere Missionen sein. Naja, das heißt mehrere, eine weitere Mission. Ich übertreibe gern. Aber hier haben wir nochmal ein bisschen Sightseeing durch die Teile von Shuttler, glaube ich, ist das noch, die wir noch nicht so gesehen haben. So, da vorne ist auch schon die Garage. Wir packen galant rückwärts ein.
Nachdem wir unsere Motorhaube fast aufgehoben haben. Ja, wie gesagt, ich versuche noch ordentlich zu fahren, aber es ist halt schwierig. Ich habe halt die Autodichte auf ein sehr hohes Niveau gebracht, einfach damit man immer ein Auto hat und damit man ein bisschen realitätsnäher hat. Mal ehrlich, das ist New York, ja, das ist also Rush Hour wie sonst was. So, wir haben die Mission erfolgreich erfüllt, wir rufen an und fragen dann, wie es unserem Cousin geht. Wie geht's Roman, Alter? Naja, Michael braucht also Leute wie wir, wie uns. Toll, ist mir egal. Ich hasse dich jetzt schon, was mein Cousin in den Bauch gibt, obwohl du ja nun nicht. Naja, was ich hier jetzt also versuche, ist einen Wegpunkt setzen und versuche mit dem Taxi dahin zu fahren. Stellt sich heraus, dass ich das nicht hinkriege. Hätte uns auch Zeit gespart, aber was soll's. So, also wie gesagt, ich rufe das Taxi ran und ziehe den Fahrer da raus. Aus Versehen. Nein. Gut, ups, das tut mir wirklich leid. So, wir begeben uns also langsam auf den Weg zu, zurück zu Dimitri und versuchen derweil ein paar Leute anzurufen, um unsere Mission weiter freizuschalten. Wie gesagt, wenn man Leute anruft, kann man Missionen schneller freischalten. Michael geht nicht dran. Roman wird uns gleich kontaktieren. Oh, ich liebe dieses Hellseherische, wenn man schon weiß, was passiert. Naja. Wie gesagt, die anderen Parts. Ich muss diesen Part übrigens auch in zwei Teile splitten. Die werden wieder so ungefähr 8 Minuten jeder lang sein. Ich habe mich da auch grauenhaft mit der Zeit verschätzt. Ich werde die beiden Teile zeitnah hochladen. Wenn ihr nicht so schlimm warten müsst, nicht so schlimm mit so einem 8 und einem weiteren 6 Minuten Part oder 7 Minuten Part gehen müsst. Ja, das ist ein bisschen übel. Ah ja. Und das ist Roman. Er ist ein bisschen fertig. Er ist ein bisschen high, er ist voller Schmerzmittel, was man durchaus nachvollziehen kann, wenn man gerade auch beschossen wurde und das zugenäht gekriegt hat. Ja. Ja, und er fragt uns nach Little Verwachsene. Oh, armer Roman. Oh, schon wieder irgendwo reingefahren. Meine Güte, was ist los mit dir, Bellic? So, wir geben uns langsam auf den Weg zurück zu Dimitri, um die zweite Mission zu nehmen. Wie gesagt, ich dachte, das passt zeitlich, habe mich dann mit der Länge der Cutscene verschätzt. Können wir ganz einfach rein. Es ist eigentlich eine Gated Community. Ich kann euch ein bisschen was über Gated Communities in Amerika erzählen. Gated Communities sind quasi so, ja, so abgesperrte Bezirke, wo man nur reinkommt, wenn man da wirklich wohnt. Das fördert Sicherheit und irgendwie auch Gemeinschaftsgefühl. Okay, und wir sind da. Faustin hat eine zweite Mission für uns und ich verabschiede mich in jetzt, ja, oder sag euch bis gleich.